Hallo meine Lieben, schön, dass ihr zu mir geführt worden seid und schön, dass ihr mich gefunden habt. Für alle, die mich heute das erste Mal sehen, ich verbinde mich mit Seelen. Das heißt, wenn du Fragen an deinen Seelenpartner hast oder an deine Seele oder an die Seele deiner Kinder, Eltern, Arbeitskollegen, Chef, egal an welche Seele, dann brauche ich die Fragen dazu. Ich verbinde mich mit der Seele. Stelle mich als Kanal zur Verfügung und spreche das aus, was die Seele dir mitteilen möchte. Das geht auch, wenn du eine Sucht hast oder immer wiederkehrende Schmerzen. Da reichen zwei Fragen, die du dann an deine Seele hast. Was will mir die Sucht, zum Beispiel die Bulimie, mitteilen? Was ist der nächste Schritt, um in Heilung zu kommen? Das reicht vollkommen aus. Ja? Ihr könnt gerne ein Video unten anschauen. Ich habe eins verlinkt. Wie ich mich mit Seelen verbinde, da ist die Überschrift ein Live-Channeling. Schaut es euch mal an. Ja, ich selber hatte auch jahrzehntelang Bulimie, Magersucht, viele Süchte hatte ich. Ja, ich hatte geraucht wie ein Schlot jahrzehntelang. Ich hatte extreme Anerkennungssucht, Liebessucht, Kaufsucht. Ich habe immer gemeint, wenn ich was kaufe, dann geht es mir besser. War ja auch für einen kurzen Moment so, aber ja. Das Gefühl war dann schnell wieder weg. Ja? Ich bin von all meinen Süchten befreit, geheilt. Ich selber war auch 18 Jahre lang on-off mit dem Karl. Wir sind ja seit einem Jahr wieder zusammen. Nach den 18 Jahren on-off hatte ich wirklich die Phase, beziehungsweise endlich die Kraft, dieses mir reicht's, ihm auch deutlich zu machen. Da ist gerade eine Biene, deutlich zu machen. Und dann hat es mir auch wirklich gereicht. Das heißt, das kennt ihr bestimmt auch, ihr habt immer Momente, wo ihr ihm das vielleicht auch sagt, mir reicht's. Und was ist? Es hat doch nicht gereicht. Wieder ist man zusammen oder hat sich getroffen, hat sich vielleicht ein Stück weit wieder blenden lassen, was vormachen lassen. Aber das sollte alles so sein. Das sollte alles so sein, weil... Das sind ja die Tests, so nenne ich es heute. Ja? Bei mir, nach den 18 Jahren, wo es mir dann endgültig gereicht hat, bin ich auch in meine Heilung gegangen, habe mich voll auf mich konzentriert und habe auch meine Berufung dadurch gefunden, eben, dass ich auf YouTube bin. Ich hatte schon immer gespürt und gewusst, ich möchte Menschen heilen. Ich wusste nie, in welche Richtung. Und es kam dann immer mehr. Ja? Und... ich musste diese 18 Jahre erleben und durchleben, damit ich euch die Abkürzung geben kann. Damit ich euch sagen kann, dieser Weg ist der falsche. Dieser Weg führt in die Irre. Dieser Weg führt zu mehr Schmerz. Okay? Das ist das eine. Das andere ist, vor 10 Jahren oder so, mir ist es ungefähr erst nach 9 oder 10 Jahren, bin ich auf das Wort Dualseele so gestoßen. Aber ganz ehrlich, bis dahin wusste ich das gar nicht. Und heute ist es natürlich zu übertrieben. Auf YouTube macht ja jeder bald Dualseele, Dualseele, Dualseele. Mir ist es wichtig, dass ihr reinspürt, weil viele berichten über Dualseelen und sind den Weg aber gar nicht gegangen. Oder sind in kurz gegangen. Und das ist halt jetzt mein Bonbon, was ich eben sagen kann. Ich kann mich sehr gut in euch reinfühlen. Ich kann euch sehr gut verstehen. Ich kann euch sehr gut jeden Einzelnen da abholen, wo er steht. Okay? Ich habe auch unten zwei Videos verlinkt, könnt ihr auch gerne anschauen. Oder drei sogar von Kunden, die ich liebevoll unterstützen und begleiten durfte auf ihrem Heilungsweg. Und die haben es geschafft. Könnt ihr euch auch gerne mal anschauen. Okay? So, Hubschrauber. Einen Moment. Ja. Ich möchte heute ein Video machen über... Ich habe einige Kunden, die mich immer wieder fragen, wenn sie eine Seelenbotschaft buchen. Sabine Michel, spürt er das dann, wenn du dich jetzt mit seiner Seele verbindest? Und wenn ja, wie geht es ihm damit oder was macht er damit?
Und dann war mir klar, danke ihr Lieben, das ist ein Video. Also immer wenn ich merke, dass mehrere Fragen von Kunden kommen, die gleichen Fragen, dann notiere ich mir das und weiß, es gibt ein Video. Also meine Lieben, ja, wenn ich mich mit seiner Seele verbinde, also ihr stellt ja Fragen, ihr könnt ja schauen, was ich anbiete. Da steht auch alles drin, was ich für ein Seelengespräch brauche, für eine Verbindung mit seiner Seele. Ja? Also wenn ich mich mit seiner Seele verbinde, spürt er das. Und zwar, ich habe schon von einigen Kunden, die eine Seelenbotschaft gemacht haben, die haben mir dann mitgeteilt, Sabine Michelle, wann hattest du die Seelenbotschaft gemacht? Und dann habe ich es denen mitgeteilt und da haben die gesagt, dass genau in diesen Momenten sie entweder von ihm eine Nachricht bekommen haben. Also hört gut hin, es ist so, es kann sein, wenn ich mich mit seiner Seele verbinde, dass er verstärkt auf einmal an euch denkt und einfach nicht anders kann und er muss sich melden. Ja, egal, auch wenn 2 Jahre kein Kontakt war. Ich hatte letztens eine Kundin auch, die gesagt hat, Sabine Michelle, du glaubst es nicht. Eben, um die Uhrzeit, wo du dich mit ihm verbunden hast, hat er sich gemeldet. Das ist das eine. Wenn er sich aber nicht meldet, um Gott, nicht, dass ihr jetzt denkt, oh mein, er hat sich aber nicht gemeldet. Egal. Er spürt eine Unruhe und denkt verstärkt an euch. Und zwar, indem er sich selber fragt, was ist da los? Wieso denke ich an sie? Wieso kann ich sie nicht loslassen? Oder indem er kämpft, sich bei euch zu melden. Die Seelenbotschaften sind auch gut, weil ich auch von manchen Kunden die Frage bekomme, ja Sabine Michelle, darf ich überhaupt seine Seele befragen? Ich dränge mich doch irgendwo rein, was ich gar nicht darf. Meine Lieben, auch da könnt ihr beruhigt sein. Das ist mir 2-mal passiert in meinen vielen Jahren, seit ich mich mit ihren Seelen verbinde. 2-mal ist es vorgekommen, dass die Seele keine Antwort gibt. Das heißt, in der Regel möchten die Seelen ins Licht. Ihr tut den Seelen einen Gefallen, weil in dem Moment, wenn ihr Fragen an seine Seele habt, wie auch an eure oder egal an welche Seele, wird sie wachgerüttelt, wird sie erinnert. Das heißt, das, was die Seele heilen darf, ich bleibe jetzt mal bei eurem Schatz, eurer wahren Liebe, wird in dem Moment wachgerüttelt mit den Fragen. Und dann erinnert sich die Seele, da ist doch was. Je nachdem muss ich auch sagen, wo euer Gegenüber auch gerade steht. Manchen, die schon weiter sind, denen ist es bewusst, dass es darum geht, dass man aus der Kindheit das Verdrängte immer mehr aufarbeiten muss, dass die Seele ins Licht kommt. Manche haben noch gar keine Ahnung, wissen einfach nichts davon. Und dennoch ist es für die Heilung, weil die Seele erinnert wird. Durch die Seelenbotschaften werden die Seelen geweckt und dadurch die Unruhe. Und bei den Seelenbotschaften ist es so, dass die Seelen Stück für Stück ins Licht kommen. Stück für Stück ins Licht kommen. Ich habe Kunden, die buchen alle 2 Wochen eine Seelenbotschaft, alle 4 Wochen eine Seelenbotschaft, manche halt alle Vierteljahre, egal wie. Aber jedes Mal, wenn ich mich mit der gleichen Seele verbinde, sage ich mal mit Günther, ja, alle 4 Wochen zum Beispiel, wächst seine Seele mit. Das heißt, es wird ihm bewusster, was überhaupt abgeht, wieso er dich kennengelernt hat, wieso er sich zurückzieht, wieso dieses und jenes ist. Aber das auch nur wiederum, wenn du ja auch mit dir weitergehst auf deinem Heilungsweg. Wenn du weitergehst und ihr seid ja sowieso seelisch verbunden, spürt er das. Und deswegen kann eine Seelenbotschaft, wenn du die machst und du machst in 4 Wochen so einen extremer Schritt, dass du weitergehst, kann die Seelenbotschaft von ihm, die du 4 Wochen vorher gemacht hast, ein ganz anderer Stand haben. Das heißt, wenn er vor 4 Wochen selber immer noch sagt, ich weiß gar nicht, was mit mir los ist, was ist, ich liebe dich ja, aber irgendwas hängt, ich komme nicht weiter, dann ist es an deine Seele ein Hinweis, und das ist ja das Schöne, die Seelen geben da ja Hinweise, dass du auch irgendwo hängst. So, und dann gucken wir bei dir hin.
entweder durch eine Seelenbotschaft von dir oder durch Blockadenlösung oder durch die 4-Schritte-Anleitung in dem Gespräch oder durch ein Coaching, das du bei mir buchst. Die Seelenbotschaften geben wertvolle Hinweise an euch. Ja? So, und wenn ihr jetzt da weiterkommt und ihr das auch die Chance nutzt und weiter an euch arbeitet, tiefer blickt, euch bewusst wird, wo es hängt bei euch. Dann, wenn ihr das dann gelöst habt, ist es bei ihm auch gelöst. Weil dann die Seelenbotschaft auf einmal heißt, Wochen später, wenn es bei euch gelöst ist, ich spüre, dass es weitergeht. Ich spüre, dass du weitergegangen bist. Ich spüre, dass du nicht mehr so an mir heftest, dass du nicht mehr so bedürftig bist, das. Und dann spricht er schon ganz anders. Das heißt, er hat Raum, jetzt bei sich hinzugucken. Weil solange wir Seelen, ich war ja auch so, ich war ja total bedürftig beim Karl, ich war ja total in Abhängigkeit, ich war ja total bei ihm statt bei mir. Deswegen hat seine Seele gar keinen Raum gehabt, beziehungsweise weil sein Kopf, weil er ja ständig damit beschäftigt war, diese Triggerpunkte, die ich ihm ja auch gegeben habe, die wir uns gegenseitig gegeben haben, dieses Gezerre, da war seine Seele ja gar nicht, konnte ja gar kein Raum und Luft und Raum und Zeit sein, dass er weiterkommt. Und je mehr ihr ja bei euch hinschaut, gebt ihr seiner Seele auch die Möglichkeit. Das ist ihm aber nicht bewusst. Jedoch, es geschieht was mit seiner Seele. Je mehr seine Seele dadurch ins Licht geht, weil ihr ins Licht geht, umso mehr versteht er das alles. Beim Karl war es ja auch so. Bei ihm war es auch so. Es ist bei jedem so. Ich kann auch, ihr Kunden, ihr hört ja zu. Ihr wisst ja, wovon ich rede. Und ich weiß, dass jetzt viele da sitzen und es bestätigen. Genau, und um das geht's. Ja, um das geht's. Und wenn ihr am Endstadium seid mit eurer Heilung, dann sprechen die meisten Seelen oder viele in die Richtung, dass sie sagen, wow, ich habe Angst, dich zu verlieren. Ich habe dies, ich habe jenes, ich habe das. Das ist für euch wiederum ein super Zeichen. Hey, er spürt, wie ich weitergehe. Und das ist für euch nochmal ein Zeichen, dass ihr vertrauen dürft, dass es euch stärkt in eurem Weg, dass ihr spürt, wow, ich bin gut. Natürlich braucht ihr in dem Moment noch die Bestätigung von seiner Seele, aber das habe ich auch gebraucht. Im Gegenteil, das hat mir ja diesen Kraftschub dann immer wieder gegeben. Wow, ich bin auf dem richtigen Weg, wow. Ja, und auch da, ich weiß, viele können es wieder bestätigen. Ich danke euch, dass ihr mir vertraut, dass viele schon so weit sind. Wow. Oh, ich könnte jetzt Namen aufzählen, aber ich will es nicht. Aber ihr wisst alle, wen ich meine. Ihr habt es geschafft. Ich liebe euch. Ich danke euch, dass ich euch unterstützen durfte, dass ich euch begleiten durfte, dass ihr bei euch angekommen seid, dass viele jetzt endlich das Leben, was sie schon immer leben wollte, was in sie ist, in ihnen ist, die Träume, wie er sie wahr macht, wie er sie jetzt lebt. Manche sind mit ihm zusammen, dass er sich gemeldet hat. Danke, ich weiß, ich freue mich so für euch. Manche sind an dem Punkt, wo sie wirklich merken, es ist gut. Ich lasse ihn, aber ich bin glücklich bei mir. Manche sind mittendrin, manche sind noch am Anfang. Und deswegen, ich möchte euch Mut machen. Vertraut euch, geht euren Weg. Schaut, was ich anbiete. Und ich möchte immer wieder sagen, ich hatte viele Süchte. Ich hatte Depressionen, ich hatte Mobbing, jahrzehntelang. Ich war ganz unten, ich wurde ausgestoßen von der eigenen Familie. Ich habe immer gedacht, ich bin falsch in dieser Welt. Ich habe immer geglaubt, alles liegt an mir. Ich war ganz unten, ich habe auf der Straße schon gelebt. Ich hatte Hartz IV, ich war alleinerziehend und. Ich erzähle euch das, nur mit aus einem Grund. Ich möchte euch damit sagen, ihr schafft es auch, egal wo ihr jetzt steht. Glaubt an euch, investiert in euch. Und wenn jetzt manche sagen, ja, aber ich habe das Geld nicht. Ich hatte es auch nicht. Aber ich habe ganz stark gespürt, ich will weiter. Und das Geld kam für meinen nächsten Heilungsschritt. Ich hatte keinen Urlaub gemacht, keine Klamotten im Außen, kein Schminken, kein... Ich hatte einfach, meine Priorität war investieren in meine Seele. Deswegen... Prüft nach, in was investiert ihr. Ich kann es euch nur so sagen.
Wenn ihr wirklich dran bleibt und euren Weg geht, die Türen gehen auf. Das ist das eine. Und das andere ist, ich war wirklich ganz unten. Ich hatte zwei oder drei Selbstmordversuche hinter mir. Der liebe Gott wollte mich nicht gehen lassen. Er hat gewusst, dass ich für euch da sein darf. Dass ich meine Geschichte in die Welt bringen soll. Deswegen, ich möchte euch sagen, ich bin wie du. Ich bin auch nur ein Mensch. Und ich habe es geschafft. Und ihr schafft's auch. Ihr schafft's. Glaubt an euch. Ich war ganz unten, ich hatte nichts. Glaubt an euch. Geht den Weg. Fangt an. Und ich danke für euer Vertrauen. Es rührt mich jetzt gerade so an. Ich möchte euch einfach Mut machen. Sagt euch immer, wenn es Sabine Michel schafft, geschafft hat, verdammt, dann schaffe ich es doch auch. Nee, nicht verdammt, das mache ich mal weg. Dann sagt euch, ja, ich schaff's auch. Der liebe Gott sortiert nicht aus. Ach, die Sabine Michel, die nehme ich jetzt mal dran. Der will ich jetzt auch, dass die in Fülle lebt. Ach, die jetzt nette, die auch nette. Nein, der liebe Gott, für mich ist es der liebe Gott, nehmt, wie er es für euch nennt, das Universum oder Jesus oder Schutzengel, Engel, egal. Er liebt uns alle gleich. Es liegt an uns, an unser Denkmuster, es liegt an uns. Ich habe es geschafft. Du schaffst das auch. Wenn du willst, ich unterstütze dich, ich begleite dich. Ich mache dir Mut, ich gebe dir Kraft. Manchmal muss ich auch ein bisschen härtere Worte reden. Ja, ich weiß, ihr einigen, ihr wisst es, aber liebe strenge Worte. Aber das hat euch weitergebracht. Ihr schafft es. Glaubt an euch. Geht da durch. Ich bin da. Ich hab euch lieb. Eure Sabine Michel. Teilt mich gern weiter. Abonniert mich. Vielleicht kennt ihr jemanden, wo die Unterstützung braucht. Energieausgleich würde ich mich auch sehr freuen. Hab euch lieb. Ganz unten ist PayPal, schaut nach. Oder halt, ja, schaut, ihr findet mein PayPal. Ich hab euch lieb. Eure Sabine Michel.